Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Darksiders. Ich begrüße euch. Ja, und von seinem letzten Part und zugleich den ersten gesehen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich noch, dass wir als einige apokalyptischen Reiter, in dem Fall Krieg, auf die Erde gekommen sind, um das Übel der Welt zu bestrafen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass dieser Ruf, dem wir gefolgt sind, eine Falle war. Also die sieben Siegel, die einen Pakt darstellten zwischen dem Reich des Himmels und dem Reich der Hölle, wurden nicht gebrochen, oder zumindest das siebte Siegel wurde nicht gebrochen. Und ja, nachdem wir uns dann vor dem Rat verantworten mussten, haben wir ihn gebeten, uns zurückzuschicken, um die Verantwortlichen oder den Verantwortlichen für diesen Betrug ausfindig zu machen und gegebenenfalls zu zerstören. Falls wir es nicht schaffen sollten, dann werden wir ja ohnehin gerichtet und der Rat müsste uns nicht mehr bestrafen. Ja, so viel dazu. Wir dienen dem Rat und deshalb wurden wir gnädigerweise zurückgeschickt, allerdings mit einer doch etwas kurzen Leine. Und zwar haben wir einen netten Begleiter, den ich jetzt mal kurz rufen werde. Der Rat hat dir befohlen, Wulgrim zu suchen. Also fang damit an! Ja, ihr seht schon, ein sehr netter Zeitgenosse, den wir hier an der Backe kleben haben quasi. Und ja, aber er hat auch gesagt, was wir machen müssen, und zwar Wulgrim finden, und genau auf dem Weg werden wir uns jetzt machen. Genug gelabert, würde ich sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Darksiders. Weiter geht's. So, dann können wir ohnehin nur hier rauf. Und ja, also wie auch im letzten Part schon mal gesagt, das sieht hier nicht mehr wirklich gut aus. Ganz im Gegenteil, das sieht ziemlich mitgenommen hier aus. Oh, okay, einen Doppelsprung. Alles klar. Ja. Nicht wirklich schwierig bisher. An den meisten Vorsprüngen kann Krieg sich festhalten und entlanghangeln. Ah, cool. Das ist richtig cool, das gefällt. Okay. Hier kommt das Begrüßungskomitee. Krieg? Warum stellst du dich nicht selbst vor? Ja, vielen Dank, werde ich machen. Müssen. Au. Okay. Also wenn das mal Menschen waren, dann aua. Ich glaube, dann ist es auch ziemlich schlecht gestellt um die Menschheit an sich. Denn das sieht alles andere als menschlich aus. Wie hat sie denn mit jemandem? Okay, das soll es auch gewesen sein, dachte ich. Jetzt aber. So. Okay. Und jetzt mal gucken. Ich glaube, hier war nichts, ne? Nee. Okay, gut. Dann kann ich eigentlich nur hier entlang. Kann ich hier dieses Auto auch nicht? Oh, tatsächlich. Oh Gott. Was zum Geier? Okay. Ja, vielen Dank für die Seelen und Gesundheit und überhaupt. Okay. Du solltest besser kommen, wenn ich dich rufe. Leuchtender Handschuh. Kriegshandschuh leuchtet in der Nähe von interaktiven Objekten, zum Beispiel Kisten oder Türen. Drücken Sie B, um sie zu aktivieren. Oh, ja. Mach ich gleich mal. Sobald ich hier diese Zombies mir vom Hals geschafft habe. Ah, okay. Aber dann leuchten sehe ich hier nicht, oder? Ah ja, doch, so ein bisschen. Okay, alles klar.
Ah. Wow. Okay. Ne, so war das eigentlich nicht gedacht. Krieg. Ja, so schon eher. Okay, hier komme ich also in Stockwerk höher. Ja, das sieht jetzt alles andere als... Oh Gott. Au. Ich sollte mich wahrscheinlich erstmal um das Kleinzeug auf. Au. Also ich muss sagen, der Typ tut doch etwas weh. Au. Au, 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 au. Oh, Gott sei Dank. Dankeschön. Holy moly. Ja, das ist ja nicht mal ein Begrüßungskomitee hier. Wir wollen doch eigentlich nur Fulgrim finden. Nicht mehr, nicht weniger. Aber gut, es scheint, als könnte sich das durchaus als etwas problematisch gestalten. Und hier hat es eine Kiste, die ich hoffentlich öffnen kann, ja. Oh, sehr schön. Oh, super. Jawohl, das gefällt. Das gefällt. Okay, und dann... Oh, Objekte verschieben. Bestimmte freistehende Objekte in der Umgebung können vom Krieg verschoben werden. Drücken und halten Sie B, um Objekte zu verschieben. Alles klar. Das werde ich gleich mal machen, nachdem ich hier mal wieder für Ruhe gesorgt habe. Ah, oh, come on. Bleib ihn. Dankeschön. So, okay, wie war das mit B? Ah, alles klar. Ich denke mal, ich werde hier hoch müssen. Hoffe ich mal. Ah, ja. Okay, hier hat es eine Leitung. Drücken Sie RB und LS. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Alles noch relativ simpel. So, shut up. Und weiter geht's. Zu den nächsten netten Herrschaften, die uns sich hier in den Weg stellen. Wie gesagt, noch alles relativ einfach, aber ich würde beinahe darauf wetten, dass sich das sehr schnell ändern kann und auch ändern wird. Krieg? Ah, okay. Alles klar. So. Nächste Ebene. Autsch! Oder auch nicht. Oder auch nicht, okay. Au, ja, ist ja gut. Meine Güte, man kann hier nicht mal in Ruhe umsehen. Was soll denn das hier? Ey, ist halt schon ein bisschen nervig, ne? Das muss ich jetzt auch schon mal sagen. Was zum... Oh, come on, no. No, 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 no. Oh Gott, verfehlt. Au! Oh, du tust auch verdammt weh, Kollege. Ganz ehrlich. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Au.
Ja, keine Ahnung, wie ich dich jetzt getroffen habe, Kollege. Okay. Oh ja. Au. Okay, sehr schön. Okay, das Prinzip kenne ich aus diversen anderen Spielen. Ist jetzt nicht das innovativste im Sinne von, ja, hier erstmal alles klein, kurz und klein prügeln, bevor du weiterlaufen und weiterspielen kannst. Wow. Autsch, das war knapp. Okay. So weit, so gut. Krieg. Okay, ja. Ihr kleinen Dinge macht mir halt überhaupt nichts. Oder bereitet mir zumindest keine Kopfzerbrechen. Noch nicht. Mal gucken, ob sich das nicht auch irgendwann ändern wird. Oh, eine weitere Kiste. Aber das sieht mir sehr stark nach einer Falle aus. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Sehr schön. Okay, dann gucken wir nochmal weiter. Die Kreuzung. Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert. Lange genug, dass die letzten Mundatmer aussterben konnten. Boah. Dann ist das dritte Königreich verloren. Ich hab dich fast nicht kommen gehört. Wulgrim. Der Rat hat mich also endlich ernst genommen. Wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen. Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen. Da waren ein paar junge Leute. Spektakulär. Du willst wissen, welche Macht hinter dem Zerstörer steckt? Du wirst die Antworten und die Quelle seiner Macht dort finden. Hast du es so eilig zu sterben? Du bist nicht einmal ein Schatten deines früheren Selbst. Du würdest nicht einen Moment überleben. Abgesehen davon ist der Weg zu dem Turm durch Dämonenmagie verhüllt. Nicht einmal ich kenne den Weg. Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger. Dann stille ich deine Neugier. Oh Gott, sammeln Sie 500 Seelen für Wulgrim. Okay. Vorratssuche. Ein Gegenstand der Dämonen, der die Lage aller Drohnen im Umfeld auf der Karte enthüllt. Ah, okay. Drücken Sie Select, um in der Chronik auf Bereichs- und Weltkarten zugreifen zu können. Ah, okay. Das heißt, diese Dinger sind hier wahrscheinlich Kisten, die ich öffnen soll. Okay, davon hat es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Alles klar. Ja, liebe Leute, ich werde jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wir haben Wulgrim getroffen. Sehr schön.
Leider ist er ein bisschen geizig. Also wir haben ihm ja eigentlich schon einige Seelen ja, so als Mittagssnack quasi überreicht. Aber das war offenbar nicht genug. Und wir müssen für diesen habgierigen kleinen Arsch ja, noch ein paar Seelen sammeln. Und das werden wir im nächsten Part machen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Part und würde mich natürlich freuen, wenn ich euch wieder begrüßen dürfte, wenn es heißt Let's Play Darksiders. Und bis dahin wünsche ich euch einmal mehr einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao, ciao.